Also heute erklärt euch Gran Wien, wie man einen 71K einschaltet, bedient, Fernbedienung und so weiter und so weiter. Wir stehen hier vor den 71K mit Kabine und Fernsteuerung, also man kann von oben fahren und unten. Den Kran schaltet man hier von 0 auf 1, auf 1, dann ist der Kran eingeschaltet. Auf der anderen Seite hat man die Windfreistellung. Also das hier ist die Windfreistellung, das ist der Motor. Jetzt ist der Kran windfrei gestellt. Jetzt ist er nicht windfrei gestellt und kann in Betrieb genommen werden. Heute erkläre ich euch, wie man die Funkfernsteuerung von 71K einschaltet, bedient. Zwar hier ist der Motorschalter, den hebt man hoch. Da ist der Einschalter zum Einschalten, Kran einschalten. Wenn man das betätigt, drückt man den Einschaltmodus. Das heißt, mit dem schaltet man den Kran ein, in Betrieb nehmen. Einschalten, Hupe, Bremse, Nullschalter zum Ausschalten. Dieses Teil hier ist für das Einscheren von 2-Strang und 4-Strang, also die Seile. Man hat am Kran 2 Seile und 4 Seile. Man kann den Kran also mit 4 Seilen betätigen, wenn man irgendwas Schweres heben muss, damit mit 4-Strang schwerere Sachen heben kann. Also liebe Leute, ihr seht das, die Flasche von 71K mit 2 Seilen. Der Kran ist viel schneller. Man fährt den Kran bis hoch hinauf und drückt dann den Knopf. Man hält den Knopf gedrückt und hob auf. Dann geht dieses Teil in den Einscherungsmodus oben und bleibt oben hängen. Und dann kommen da noch vier Seile runter, also noch 2 Seile. Dann hat er insgesamt 4 Strang und kann mehr heben. Ein Beispiel können wir machen. Ein Beispiel können wir auch machen. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen wird, aber versuchen wir es mal. Seitlich werden so 2 rote Klappen auf und langsamer. Also sehen Sie, wenn man Hub rauf fährt, geht das dann nicht mehr. Es bleibt dann irgendwann mal stehen. Dann muss man den Knopf betätigen. Den Knopf betätigen und Hub rauf. Und Hub auf. Dann geht die Flasche ganz rein. Die geht rein, die Klappen gehen seitlich auf. Wo die Klappen aufgehen, dann tut man den Hub runter wieder. Hub runter. Wenn die Klappen aufgehen, musst du runter. Du darfst nicht bis ganz drauf. Genug, stopp. Und jetzt runter, Hub runter. Genau, jetzt kommt 4 Strang runter. Also seitlich öffnen sich die Klappen bis zur Hälfte. Wenn sie die Klappen bis zur Hälfte aufmachen, muss man dann gleich wieder Hub runter. Und dann hat man 4 Strang, aber wie man sieht. Es ist viel langsamer als mit. Es ist viel langsamer, ja. Mit 4 Strang fährst du Hub runter und Hub rauf viel langsamer als mit 2 Strang. Jetzt zeigen wir euch, wie man 2 Strang nochmal macht. Rauf, 2 Strang wieder. Man sieht, wie langsam die Flasche rauf geht. Jetzt das gleiche, irgendwann hört es auf. Es bleibt stehen und man muss wieder den Knopf drücken und wieder Hub auf. Ah, jetzt ist wieder 2 Strang. Und die Flasche, das Hubseil ist viel schneller wieder mit 2 Strang. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Kanal abonnieren nicht vergessen, Kommentare, sharen, liken. Viel Spaß, Leute. Liebe Grüße von unserem Kranfahrer 17. Amel.